Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Vanilla. Wir schauen heute mal, dass wir weiter unsere Bilanz verbessern und ja, wir werden gleich auch die 1 Million Münzen knacken. Wir gehen hier einmal in Dreifachgeschwindigkeit. Die Insel passt soweit, heißt, ich würde hier heute gerne einmal hier natürlich ein bisschen weitermachen, aber auch neue Inseln besiedeln bzw. dort anfangen, neue Inseln aufzubauen. Dementsprechend machen wir uns hier einfach mal 2 Schiffe voll, gehen hier auf die nächste große Insel. Die hier sieht doch ganz gut aus. Die hat zwar kein Öl, aber trotzdem können wir da soweit alles erstmal vorplanen, um hier eine schöne Investoreninsel aufzubauen. Wir warten auch gar nicht lange auf die Schiffe, sondern schauen, was hier fehlt. Aber das sieht von den Waren her sehr, sehr gut aus. Heißt, wir können schauen, dass wir hier nochmal ein paar mehr Häuschen upgraden in Richtung Investoren, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Geld rausholen. So, da sind wir dann auch schon zur Metropole aufgestiegen, haben jetzt auch die Schokolade freigeschaltet, obwohl wir noch keinen Sekt und keine Zigarren liefern. Und auch bei den Zufriedenheitsbedürfnissen sieht das Ganze eher mau aus. Und ich denke, das wird auch eher mau bleiben. Ansonsten, wenn ich mir das hier so angucke, können wir tatsächlich schauen, dass wir hier ein paar mehr Ingenieure uns anlachen. Ah, ja, komm, eine Reihe geht noch. Dann können wir nämlich auch hier noch 1, 2 Reihen upgraden. Zumindest, solange es die Baumaterialien zulassen. Und hier ist dann jetzt tatsächlich auch Schluss. Dementsprechend machen wir auf der nächsten Insel weiter und werden hier unser erstes Dörfchen planen, unser erstes Bauerndörfchen. Ressourcen sind hier jetzt nicht so wirklich viele vorhanden. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen wollen und werden. Und ja, ich würde sagen, wir setzen erstmal auch ein bisschen mehr Lagermöglichkeiten. Vielleicht hier oben an die Küste. Hier ist es ja relativ gerade. Da können wir dann ein bisschen mehr Lagerplatz setzen. Und ich bin halt auch noch gespannt, wo wir hier mit dieser ganzen Reihe hinkommen. Ich habe aber schon im Gefühl, dass 1 Monat hier nicht ausreichend sein wird und wir vielleicht ein bisschen mehr noch an Zeit benötigen. Reißen wir das ab? Ja, komm, wir verkaufen das Schiffchen. Das brauchen wir eigentlich eher nicht mehr. Dementsprechend können wir uns hier vielleicht nochmal ein Frachtschiff anlachen. Das macht, glaube ich, auf jeden Fall mehr Sinn. Von der Planung her würde ich gerne aber hier schon direkt mal die Schiene mit vorplanen. Zumindest so grob, dass wir hier irgendwo in der Mitte eine Schiene noch durchführen können. Ich würde sagen, ja, irgendwo hier bietet sich vielleicht an. Dementsprechend setzen wir jetzt auch unsere Häuschen zwar hier hin. Schauen auch mal vom Abstand her. Ja, machen wir es erstmal anders. Wir wollen ja auch das Wirtshaus hier haben. Zack. Und ich setze jetzt bewusst die Straße so rum, damit wir halt hier den Platz für die Schiene noch haben. So, das können wir auch jetzt relativ groß planen sogar, würde ich sagen. Weil wir brauchen ja erstmal Einwohner, Einwohner, Einwohner. Die müssen wir auch noch gar nicht groß versorgen. Dementsprechend bauen wir erstmal nur ganz stumpf auf. Irgendwo müssen wir natürlich auch nochmal eine Querschiene legen. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber aktuell würde ich sagen, können wir hier ruhig so einen Block mal planen und uns dann gleich auch mal ein bisschen Ziegelsteine mit rüberholen, damit wir hier auch entsprechend, ja, Ruhe haben, beziehungsweise nicht jedes Mal für ein paar Häuschen, die wir upgraden, nochmal neu das Schiff entladen müssen. Denn das ist jetzt schon ein bisschen nervig. Aber jetzt pushen wir natürlich relativ schnell sehr viele Einwohner.
mit der neuen Insel. Und so in dem Tempo müssten wir eigentlich dann in Zukunft auch mal vorwärts gehen, dass wir zumindest grob schon mal die ganzen Inseln vorplanen, aufbauen. Ein paar Feuerwehren hier erstmal ganz lieblos drumherum. Dann können die zwei Schiffe nämlich zurück. Aber hier habe ich halt das Gefühl, ja, Ressourcen, das sieht halt, was heißt schwierig aus. Stahl ist vor allem schwierig. Heißt, wir werden vielleicht sogar für unsere Insel hier drüben erstmal auch hier auf Stahlproduktion gehen. Heißt, möglichst viele Arbeiter uns anlachen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und was wir auch machen werden, wir planen uns hier einmal eine Holzproduktion. Das mache ich in, ja, alter Manier, würde ich fast sagen. Einfach vier Holzfäller hier, die angrenzend aneinander sind. Das ist so für mich das einfachste Layout, um eine Holzproduktion aufzubauen. Lagerhaus in die Mitte. Straßen drumherum. Obwohl, die setzen wir mal so rum. Damit wir hier direkt nach unten auch rausgehen können. So. Und das Ganze hier einmal verbinden. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Sägewerke. Die können wir hier wunderbar platzieren. Und dann produziert die Insel für sich doch schon mal ein bisschen Holz. Verkehrt kann es auf jeden Fall nicht sein. So, jetzt möchte ich auch nicht zu viel in Lagerhäuser eigentlich investieren. Also auch da sollten wir einen guten, ja, Zwiespalt hätte ich fast gesagt. Oder ja, einen guten Kompromiss finden. So, da habe ich auch den richtigen Begriff. Dementsprechend werden wir jetzt hier noch eine Fuhre nutzen und das, was wir vorgeplant haben, auch aufbauen. Und dann muss aber auch gut sein. Wir haben hier auch eine Lehmgrube. Auch die werden wir natürlich nutzen, um entsprechend uns hier ein paar Ziegelsteinchen anzulachen. Zack. Und so wird die Insel jetzt auch nach und nach für sich selber ihre Waren produzieren. Und das können wir eigentlich auf relativ vielen Inseln schon machen, wo wir entsprechend Lehmgruben haben, vor allem die größeren, die wir jetzt vielleicht dann mal bebauen wollen in Zukunft. Da können wir ja auch hier zum Beispiel schon mal die eine Lehmgrube anzapfen, können auch schon mal ein bisschen Holz produzieren. Vor allem beim Holz ist es ja so, wenn wir es hier am Strand irgendwo hinsetzen, dann brauchen wir noch niemals das Lagerhaus, was wir ja sonst vorplanen, sondern können hier entsprechend unser Kontor nehmen. Verbinden das Ganze mal. Hier reicht auch erstmal eine halbe, oder? Ich würde sagen, hier reicht auch erstmal eine halbe Produktion. So, bis wir 10 Brettchen haben und dann können wir da auch loslegen entsprechend. Und das machen wir jetzt einfach mal auf den ganzen kleinen Inseln. Hier haben wir sogar 4 Lehmvorkommen. Das ist natürlich ganz gut jetzt für uns erstmal am Anfang. Später ist es ein bisschen nervig, weil wir können sie ja nicht verschieben. Und das könnte noch ein Thema werden. Aber da schauen wir einfach mal später, wie sich das Ganze ausgeht. So, auch hier. Das drehen wir einmal. Können wir auch schon mal alles soweit vorplanen, wie wir es kennen oder wie wir es auch auf den anderen Inseln machen. So, dann können die hier hin und da geht es dann auch schon los. Natürlich fängt es hier auch an zu brennen. Wie soll es anders sein? Haben wir hier genug Feuerwehr? Feuerwehr ist ja immer das A und O. Wir bauen einfach noch eine mehr. Und ich wollte diesen Block hier noch zu Ende upgraden. Das haben wir jetzt auch mal schnell erledigt. Und dann, ja, kommen wir hier eigentlich ganz gut vorwärts. Haben richtig viele Ingenieursarbeitskräfte, die wir entsprechend auch jetzt mehr und mehr natürlich zu Investoren ausbauen. Wir sehen, unsere Bilanz steigt, unser Geld steigt. Also haben wir jetzt tatsächlich mit den Investoren soweit unsere Geldprobleme gelöst, die wir hatten. Das ist doch auch ganz angenehm, würde ich mal so behaupten. Dann haben wir hier jetzt genug. Das heißt, wir machen jetzt hier unser kleines Lager fertig. 1050, das ist doch auch ganz gut. Und dann können wir auch schon mal anfangen, das Ganze hier entsprechend mit ein bisschen Fisch zu versorgen.
Bauen wir erstmal hier drei Fischereien. Schließen die entsprechend ans Straßennetz an. Die kriegen natürlich ein Lagerhaus. Und dann kann es auch hier losgehen mit Fisch. Ja, es gibt Ruinen. Dann bauen wir die Motorenfabrik halt wieder auf. Ich vermute, wir werden jetzt hier irgendwo in Richtung Kaffee oder Brillen oder auch Glühbirnen Probleme kriegen. Ich möchte jetzt aber tatsächlich im Statistikmenü nicht nachschauen. Und da lassen wir es da erstmal gut sein auf dieser Insel. Hier wollen wir erstmal dafür sorgen, dass wir entsprechend mehr Materialien kriegen, weil vor allem Stahl ist tatsächlich ein Problem. Das kriegen wir hier natürlich gelöst. Wie machen wir das denn hier gerade mit der Arbeitskleidung? Die produzieren wir noch hier, okay. Dann sollten wir das hier vielleicht auch noch tun. Indem wir einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei, so ist richtig, aber ein Abstand, damit wir uns hier ein kleines, aber feines, geschlossenes System aufbauen können, wo entsprechend wir auch alle Ställe unterkriegen. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und ein letztes Mal. 1, 2. Ah, hier habe ich den Fehler drin, alles klar. Heißt, ich darf hier nochmal ein bisschen verschieben, damit auch hier das letzte passt. Und dann können wir das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 so entsprechend aufbauen. Zwei Lagerhäuser hier hin und fertig ist erstmal der Lachs. Das kann man natürlich dann auch irgendwo nach hier oben verschieben später, wenn wir hier entsprechend mehr Platz brauchen. Und mehr kriegen die Bauern dann an der Stelle auch nicht. Was sie aber kriegen, sind natürlich Steinstraßen, damit wir einfach die Reichweite der öffentlichen Gebäude ein bisschen erhöht haben. Und wir steigen hier auch munter auf und die Einwohnerzahl steigt doch relativ zügig, weil wir jetzt sehr, sehr schnell sehr viele Einwohner haben aufsteigen lassen. Das ist ja auch genau der Plan. So. Dann haben wir schon hier alles auf Steinstraßen. Auch sehr angenehm. Gucken einmal ins Statistikmenü. Wir haben ein bisschen zu wenig Fisch jetzt schon. Okay. Sehen aber auch, wir haben jetzt schon fast 2000 Bauern. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, nochmal drei Fischereien hier dran. Das mache ich jetzt auch hier wirklich sehr, ja, quick and dirty, hätte ich fast gesagt. Indem wir hier einfach gerade bauen, anstatt an der Küste lang. Aber das wird für den Anfang zumindest erstmal passen. Dann können wir aber auch direkt mal das Kraftwerk soweit vorplanen. Wir sehen schon, Reichweite ist eher mau bei dem Kraftwerk. Dementsprechend, wenn wir hier eins hinsetzen, das natürlich oder wäre ja interessant, wenn wir hier jetzt mal einfach im Blaupausenmodus ein bisschen weiter planen das Ganze. Wie es am Ende aussieht mit der Stromreichweite. Ob wir uns hier gerade so ein bisschen verzetteln. Oder ob das passend ist. Und wenn ich mir das hier so anschaue. Ja, fängt es hier schon an mau zu werden. Heißt, so ein Kraftwerk sollte dann eher vielleicht hier irgendwo hingebaut werden, damit es entsprechend auch hier in die letzte Ecke kommt. Aber das können wir relativ einfach planen, solange wir noch Steine haben. Super, da gehen sie auch schon aus. Und da können wir einfach mal schauen, wo wir da entsprechend hinkommen am Ende, ob wir das oder wo wir das Kraftwerk hinsetzen. Wenn ich mir das so angucke, hätte ich fast hier gesagt, sogar in dem Block, dass es hier reingeht. Und dann können wir nämlich hier schön die Schiene auch lang führen. Und dann haben wir nämlich wunderbar die Ecke abgedeckt einmal. Und können dann hier noch eins platzieren. Ich würde sogar fast sagen, das machen wir jetzt schon mal. Einfach damit wir es sauber vorgeplant haben. Weil das ist natürlich immer so eine Sache, die relevant ist, dass wir auch entsprechend unsere Schienen, unsere Wege etc.
vorgeplant haben, sonst müssen wir so eine ganze Stadt nochmal ummodeln. Und das ist doch etwas, was ich hier an der Stelle vermeiden möchte. So, dann ziehen wir hier wieder unsere Häuschen. Und vom Layout her können wir eigentlich so bleiben, oder? Wobei, wenn wir hier unten kein Kraftwerk mehr brauchen. Weil die Reichweite passt ja. Passt die auch bis hier hinten? Die passt auch bis da. Okay, sehr gut. Dann ist halt die Überlegung, wir brauchen ja hier die Schiene nicht mehr. Dann können wir nämlich hier auch einen kleinen Versatz einbauen. Das Ganze zum Beispiel auch, na, so aufbauen. Das, was hier einfach nur in langen Blöcken nach unten ziehen, das Ganze. So, Frage ist nur, wie weit reicht das? Weil hier mit dem Kraftwerk so einen kleinen Wechsel drin zu haben, warum nicht? Warum nicht? Und dann hier wirklich lange Blöcke ziehen, wo wir keine Querstraßen mehr groß brauchen. Hier ans Ende kann zum Beispiel eine Polizei oder ein, ja, Krankenhaus hat ja auch 4x4, aber eine Feuerwehr oder. Da haben wir ja dann verschiedenste Möglichkeiten und haben halt den Platz hier auch möglichst optimal ausgenutzt tatsächlich. Bei Querverbindung brauchen wir ja hier nicht unbedingt. Ja, hier ist zum Beispiel der beste Platz für eine Feuerwehr, wenn da kein Strom hingeht. Das müssen wir aber erstmal uns natürlich angucken. Das nochmal ein hoch, bitte. Hier geht ja die Schiene lang. Ich vermute, da brauchen wir nochmal ein Kraftwerk. Brauchen wir ja hier irgendwo so oder so. Aber die Reichweite sieht gut aus. Die Reichweite sieht wirklich gut aus. Das kann man so bauen. Das kann man so bauen, dass man hier unten einen sauberen Abschluss hat, hier irgendwo nochmal ein Kraftwerk reinsetzt. Dann ist halt die Frage, ob hier wirklich die Schiene sein muss, aber das schauen wir uns dann später an. Was wir jetzt erstmal machen, reißen wir wirklich hier ab, wo es ganz gut passt. Ich weiß es noch nicht. Aber auch der Marktplatz kommt ja irgendwann da wieder raus und wird entsprechend ersetzt. Von daher sollte das passend sein. Und dann können wir hier doch dran aufsetzen und nochmal ordentlich hier an Bauernarbeitskraft gewinnen. Und hier natürlich Handwerker. Handwerker sage ich schon. Natürlich Arbeiter, keine Handwerker. So, zur Not müssen wir hier ein Feld schieben, aber ich baue jetzt extra nicht nach links, sondern erstmal hier unten weiter aus, damit wir hier erstmal sauber sind. Und hier können wir das Prinzip ja eigentlich, oder auch nicht nur eigentlich, sondern hier können wir das Prinzip auch so durchziehen, tatsächlich. Ja, das geht nicht verschoben, aber wir brauchen ja hier auch noch Feuerwehren irgendwo später. Dementsprechend kann man hier vielleicht, das passt natürlich nicht, wie soll es anders sein? Wo könnte denn eine Feuerwehr reinpassen? Hier vielleicht? Ja. So, hier kriegen wir zum Beispiel wunderbar eine Feuerwehr unter. Das passt doch ganz gut. So, hier die Schiene. Da könnten wir uns ein bisschen Stahl rüberholen. Das geht fast nicht aus. Nicht aus. So, und hier haben wir jetzt genau das Thema, dass wir eh ein zweites Kraftwerk brauchen. Nur die Frage, ob wir es hier für die Küste haben wollen. Wobei, eigentlich ganz geil, weil dann können wir hier schön Quarzgruben dran bauen, die entsprechend mit Strom geboostet werden, wenn wir schon keine andere Möglichkeit zum Boosten entsprechend haben. So, dann gucken wir nochmal hier auf diese Insel. Auch hier, ja, hier würde ich fast nichts mehr upgraden, oder? Nee, da upgraden wir lieber nichts weiter. Aber wie wir uns das schon gedacht haben, es fehlen Glühbirnen. Natürlich, wie soll es anders sein? Dafür brauchen wir noch mal ein bisschen Glas. Dafür brauchen wir noch mal entsprechend die Glühfadenfabrik und auch die Glühbirnenfabrik.
Wie sieht's denn hier mit Strom aus? Auch relativ mau, oder? Auch relativ mau, okay. Aber hier kriegen wir noch eine Glühfadenfabrik hin, die nicht mit Strom geboostet wird. Und da kommen wir auch nicht mit Strom dran, ne? Da war ja was. Da war ja was, da war ja was. Kriegen wir so da noch Strom hin? Nein, kriegen wir auch nicht. Hm. Ja, hier kommen wir nicht um ein zweites Kraftwerk drumherum, aber ein zweites Kraftwerk kriegen wir halt hier nicht rein mit dem Öl, was wir hier haben. Ja, dann machen wir es erstmal ungeboostet. Dann machen wir es erstmal sehr, sehr langweilig ungeboostet. Ungeboostet heißt ja hier nicht mit Items, sondern ungeboostet heißt hier einfach ohne Strom an der Stelle. Dann hoffen wir mal, das geht sich alles soweit aus. Apropos ausgehen. Ja, hier ist noch eine relativ große Insel. Wo haben wir denn unsere Holzfäller gebaut? Einmal hier natürlich. Zack. Ja, das Lager ist voll. Das ist sehr gut. Aber wir wollen uns natürlich auch hier schon mal ein bisschen was an Lehm sichern. Und auch das bauen wir relativ quick and dirty. Aber hier haben wir auch noch ein paar mehr Lehmvorkommen zumindest, die wir entsprechend nutzen können. Und das machen wir dann auch einmal. Eins können wir noch aufbauen, dann reichen die Arbeitskräfte ohne Pendlerkai nicht mehr aus. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. So haben wir unsere Gratis-Arbeitskräfte wunderbar genutzt und können hier entsprechend schon mal ein bisschen was produzieren. Was mich jetzt interessiert, die Ölraffinerie braucht auch tatsächlich 100 Arbeiter. Okay. Also hier wäre so dieses Thema, dass wir hier temporär erstmal Öl abbauen. Hier ab in den Ölhafen damit. Dass wir das erstmal rüberbringen. Das weiß ich aber noch nicht. Wo haben wir denn unsere... Hier haben wir noch Holzfäller gebaut. Schaut an. Da haben wir noch Holzfäller gebaut. Und die bringen wir dann auch einmal dazu, dass wir hier schon mal ein bisschen Steine abbauen. Und produzieren. So auch sehr angenehm. Dann können wir nämlich hier schon mal auch für ein bisschen Lagerplatz sorgen. Einfach damit wir nicht so viel hin und her schippern müssen und für die nächsten Folgen dann schon gewappnet sind, dass wir die nächsten größeren Inseln auch schon mal problemlos entsprechend aufbauen können. Na, das passt nicht, okay. Aber das sollte auch erstmal ausreichend sein. Und dann haben wir noch diese Insel hier. Genau. Auch hier. Nee, nicht auf die Barrikaden gehen, bitte. Ah, da habe ich, glaube ich, wahrscheinlich ist es schon unsere Bauer- und Arbeiterinsel, wo die Einwohner jetzt schon keinen Bock mehr auf uns haben. Das läuft natürlich wie geschnitten Brot. So, hier ein bisschen mehr Lagerplatz. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, wer nicht hören will, muss fühlen. Dann knüppeln wir euch halt alle nieder. Wenn ihr meint, hier zu randolieren, seid ihr selber schuld. Dann können wir vielleicht... Ja, wo können wir denn noch eine gute Polizei reinsetzen? Na, lassen wir es erstmal weg. Solange da keine weiteren größeren Aufstände kommen, sollte das erstmal passen. Es fehlt Arbeitskleidung. Wir produzieren... Boah, Wahnsinn. Wir produzieren schon zu wenig Arbeitskleidung. Okay, das ist kein Problem. Wir kopieren unser Layout. Zack. 1:1, da können wir hier auch eine Feuerwehr hinsetzen und da wir gerade ein paar Ziegel über haben, sorgen wir bis zu den Lagerhäusern auch schon mal für einen etwas schnelleren Transport. So, läuft. Damit sollten wir da keine Probleme haben, aber beim Fisch, alles klar. Also die Einwohner hier sind alle relativ hungrig. Dann werden wir uns hier ein paar Fischereien anlachen nochmal. 1, 2, 3. Dann machen wir nochmal 4 Stück. Why not? Und dann können wir auch hier nochmal ein Lagerhaus hinsetzen.
Und der ganze Lachs läuft entsprechend. Auch nochmal natürlich eine Feuerwehr. Darf natürlich nirgendwo fehlen. Und dann können wir auch hier ruhig die nächsten Bauernhäuser schon mal ausbauen. Können schon mal hier das nächste Ding planen. Und dann sollte das doch passen. Weil hier würde ich erstmal gerne Einwohner planen. So. Und auch das machen wir relativ einfach gehalten, würde ich fast schon sagen. Zack. Und dann können wir schon die nächsten Bauern zu Arbeitern machen. Weil wir produzieren hier jetzt auch relativ schnell Holz tatsächlich nach. Sodass wir hier entsprechend auch unsere Arbeiter schnell geupgradet kriegen. Und auch das ist kein Thema. Wir verschieben einmal in die andere Richtung. Damit haben wir hier auch wieder 100% Marktplatz. Und haben ein schönes Arbeiterviertel uns geschaffen. Was wir jetzt wiederum schon nutzen können, um mehr Stahl zu produzieren. Dafür brauchen wir natürlich zum einen die Eisenmine. So, die kriegt auch ein Lagerhaus und selbstverständlich eine Feuerwehr. Warum baue ich eigentlich die ganze Zeit im Blaupausenmodus? Und eine Kohlemine. Zack, die schließen wir hier an. Auch die kriegt Lagerhaus und Feuerwehr. Und dann fangen wir hier doch mal an mit der Produktion von weiteren Stahl. Eins. Ja, machen wir es mal so. 1, 2, 3. Setzen hier nochmal eine zweite Feuerwehr hin. Auch da wieder lieber auf einmal mehr auf Nummer sicher gehen, als am Ende das Nachsehen zu haben. Weil wenn wir das 1 verschieben, kriegen wir das nicht mehr hin. Okay. Wird das halt hier gern ein bisschen symmetrischer haben. So. Setzen wir es doch so hin. Dann können wir hier schon mal anfangen mit der Produktion und brauchen tatsächlich ein paar Ziegelsteinchen mehr. Zum Glück haben wir hier auf der Insel mehr als genug. Können auch einmal alles von allen anderen ein bisschen was rüberliefern, damit wir hier auch nochmal unser Konto zum Beispiel ausbauen können. Und dann gucken wir uns auch hier nochmal an. Es wird bald schon wieder knapp, wenn wir hier weiter munter upgraden, so wie wir es bisher getan haben. Zack, da können wir hochgehen. Was fehlt jetzt? 150.000. Okay, wir sind jetzt schon bei fast 2 Millionen. Und unsere Bilanz ist wieder runter auf 8.000, weil wir jetzt natürlich wieder anfangen, auch sowas wie Stahl zu produzieren. Und damit wir jetzt ein bisschen schneller hier drüben nochmal vorankommen, werden wir auch nochmal Holz rüberliefern. Dann fangen wir hier endlich an mit der Stahlproduktion. Sehr gut. Da uns das aber natürlich nicht reicht, werden wir uns eine zweite Stahlproduktion anlachen. Die wir aber ein bisschen anders auch aufbauen müssen. Klar, wir haben hier unsere drei Stahlwerke. Das ist soweit in Ordnung. Was uns fehlt, ist jetzt Kohle. Und dafür nehmen wir dann ganz klassisch die Köhlereien entsprechend. Direkt mal hier alles mit Steinstraßen ausbauen. Wer hat, der kann, oder wie heißt es so schön. Aber das macht es doch von den Wegen her ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. So, dann haben wir hier jetzt eine doppelte Stahlträgerproduktion. Das schmeckt auch schon ganz gut und sollte dann auch ganz gut laufen. Dementsprechend können wir auch hier mal schauen, dass wir uns nochmal ein paar mehr Arbeiter ranholen. Wenn ich mir das aber jetzt angucke, brauchen wir ein paar Bauernarbeitskräfte noch. Okay. Heißt, hier ist jetzt tatsächlich Schluss an der Stelle, ist aber halb so wild. Ja, das eine Gebäude hier hätte ich ja noch gerne, ne? Aber wir sehen halt schon, es fehlt jetzt hier der Kaffee und der macht natürlich auch geldtechnisch durchaus Sinn und auch ein bisschen was aus. Jetzt haben wir hier natürlich sehr viel Getreide aufgebaut. Brauchen jetzt aber hauptsächlich auch Trauben. Dafür brauchen wir eine Traubenfruchtbarkeit. Da müssen wir mal schauen, auf welcher Insel wir eine Traubenfruchtbarkeit haben. Hier zum Beispiel.
Wo wir eine reine Einwohnerinsel machen wollen, alles klar. Aber Traum könnte ein Thema werden. Vielleicht auf so einer kleinen Insel hier. Ja, warum nicht? Das bietet sich doch an. Hier haben wir zwar aktuell noch nichts drauf, aber so ein bisschen Traubenproduktion kann zumindest nicht schaden. Dementsprechend können wir ja hier auch schon mal eine kleine Produktion vorplanen. Und schauen, wie sich das feldertechnisch ausgeht. Ob wir jetzt so hinkommen, wie ich mir das vorstelle. Oder ob wir hier andere Wege gehen müssen. Nämlich noch ein bisschen tiefer hier rein. Aber das planen wir erst beim nächsten Mal. Wir lassen es für heute tatsächlich schon wieder gut sein. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das ist der Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Also schaltet auch morgen wieder ein hier, wenn es heißt Let's Play Vanilla. Vergesst natürlich nicht, das Abo mitzunehmen. Ist kostenfrei und tut nicht weh, hilft mir aber enorm weiter. Und wenn die Folge euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.